Bei der Faltung zweier Funktionen kann man schon mal den Überblick verlieren. Dafür gibt es für Sie jetzt aber eine praktische Lösung, nämlich das GGIV-Schema. Mit dem GGIV-Schema gestalten Sie die Faltung übersichtlich und strukturiert. Das hilft Ihnen, Fehler zu vermeiden und die Faltung gelingt Ihnen so sicher und schnell. GGIV steht für grafische Lösung, Grenzen festlegen, also hier für die Integration, I für die Integration und V, ganz wichtig, ist der Vergleich zwischen dem rechnerisch durch Integration gewonnenen Ergebnis mit der grafisch gewonnenen Lösung. Das GGIV-Schema können Sie sich unter dem Link, der sich unten in der Infobox befindet, kostenlos herunterladen. Ich würde Sie jetzt mal bitten, das GGIV-Schema auszudrucken, was zum Schreiben zu holen, ein durchsichtiges Lineal und einen wischfesten Stift. Und dann falten wir jetzt einmal diese beiden Rechteckfunktionen. Das Signal x von t ist hier bereits in grafischer Form gegeben, also das ist ein Rechtecksignal, 3 Zeiteinheiten breit und 3 Einheiten hoch. Die Impulsantwort g von t ist auch durch ein Rechtecksignal gegeben, das ist aber um eine Zeiteinheit nach rechts verschoben. Das Signal ist eine Zeiteinheit breit und 2 Einheiten hoch. Die beiden Funktionen sind ja also bereits grafisch gegeben. Sie ergeben sich aus dem Eingangssignal x von t und der Impulsantwort g von t. Wie man aus den mathematisch gegebenen Funktionen auf diesen grafischen Verlauf kommt, erfahren Sie am Schluss dieses Videos. So, wir fangen mit der grafischen Faltung an, und zwar mit dem Linealtrick. Dazu gibt es bereits Videos auf diesem Kanal, speziell auch zu dem Zusammenhang mit der dahinterstehenden Mathematik. Der Link zu der Playlist befindet sich unten in der Infobox. Wir legen das Lineal auf die zweite Funktion und malen mit dem wischfesten Stift diese Funktion auf das Lineal. Ganz wichtig hierbei, wir zeichnen auch die Achse bei t gleich 0 mit drauf, also die g von x-Achse. Dann wenden wir das Lineal um 180 Grad, das heißt, wir legen es auf die Rückseite. Und zwar so, dass die Achsenmarkierung über der g von x-Achse liegt. Dann tragen wir auf dem Lineal 3 Werte ein, nämlich t-2, t-1 und t-0, beziehungsweise da schreiben wir einfach nur t hin, der Einfachheit halber. Nun legen wir das Lineal mit der durchgepausten gespiegelten Funktion auf die erste Funktion. Und zwar links daneben, so, dass sich beide Funktionen noch nicht überlappen. Gemäß der Integralformel für die Faltung nehmen wir jetzt beide Funktionen miteinander mal. Da hier eine der beiden Funktionen immer 0 ist, ist auch das Integral, also die Fläche des Produktes beider Funktionen unter der Kurve, ist gleich 0. Wir tragen daher hier unten für das Faltungsprodukt z von t den Wert 0 ein. Wir schieben das Lineal ein kleines Stückchen weiter und auch hier ist das Faltungsprodukt gleich 0. Das tragen wir unten auf der t-Achse ein. Nun schieben wir noch ein Stückchen weiter und jetzt wird es interessant, weil jetzt nämlich die Kurven aneinander stoßen. Ihr Produkt ist aber immer noch 0. Bei weiterem Schieben überlappen sich beide Funktionen. An dieser Stelle ist die sich überlappende Fläche maximal und wir rechnen jetzt 2 mal 3 mal 1. Gibt 6 für den Funktionswert des Faltungsproduktes z von t und das tragen wir hier unten ein. Achtung hierbei, die Bezugsachse auf dem Lineal ist diese Achse, also da, wo auf dem Lineal t gleich 0 ist und darunter kommt der Wert 6 hin. Dieses 2 mal 3 mal 1 ergibt sich aus der Höhe jeweils der beiden Funktionen und der Breite der sich überlappenden Fläche. Beim Weiterschieben des Lineals bleibt die gemeinsame, eingeschlossene Fläche zunächst erstmal gleich, und zwar bis hierhin. Daher tragen wir für z von t hier überall wieder den Wert 6 ein. Ab hier wird die gemeinsame, eingeschlossene Fläche wieder kleiner, und hier ist sie wieder 0. Gibt also ab hier wieder
lauter Nullen auf der T-Achse des Faltungsproduktes Z von T. Zwischen diesen beiden Punkten und diesen beiden Punkten verläuft die Funktion linear. Das heißt, wir malen für diesen Bereich jeweils eine Linie hin. Das dürfen wir aber nur deshalb tun, weil beide Funktionen einen konstanten Wert haben, also einmal 3 und einmal 2. Wenn mindestens eine der Funktionen eine Rampe wäre oder eine Dreiecksfunktion, dann dürfen wir natürlich nicht so einfach beide Punkte durch eine gerade Linie verbinden. So, damit haben wir schon mal den grafischen Teil erledigt und wissen schon mal, was bei der Integration, also bei der Anwendung des Verhaltungsintegrals, bei herauskommen muss. Jetzt wollen wir natürlich integrieren und dafür kommt jetzt der nächste Punkt G. Wir stellen also die Grenzen fest, also die Integrationsgrenzen. Die brauchen wir nämlich gleich bei der Anwendung der Integralformel für die Faltung. Offenbar haben wir es hier mit 5 verschiedenen Bereichen zu tun. Daher tragen wir 1, 2, 3, 4, 5 hier unten in diese Tabelle für die Grenzen schon mal ein. Für die Bereiche 1 und 5 ist das Faltungsprodukt gleich 0, also brauchen wir auch keine Grenzen, weil da werden wir nicht integrieren. Da sagen wir dann einfach z von t ist da eben 0. Aber für den Bereich 2 ist die untere Grenze eine feste Grenze bei t gleich 0 und die obere Grenze ist eine variable Grenze bei t minus 1. Variabel deshalb, weil je weiter wir das Lineal schieben, umso mehr wandert diese Stelle bei t minus 1 auf dem Lineal nach rechts. Daher tragen wir hier in die Grenzenfestlegetabelle ein für den Bereich 2 von 0 bis t minus 1. Für den Bereich 3 wandern sowohl die untere als auch die obere Integrationsgrenze. Und zwar ist die untere Grenze, hier auf dem Lineal steht das drauf, t minus 2 und die obere ist t minus 1. In Bereich 4 ist die untere Grenze variabel, also die schiebt sich da auf dem Lineal so nach rechts und beträgt dementsprechend t minus 2. Und die obere Grenze ist fest, sie beträgt 3. Die kommt also von der unten drunter sich befindenden Funktion. So, damit haben wir jetzt unsere Integrationsgrenzen definiert. Das ist auch oft immer so das Schwierigste bei der Anwendung der Integralformel und da geht auch schon mal viel schief. So, und hier haben wir jetzt die Grenzen schön griffbereit, aufgeschrieben und können jetzt integrieren, also das Faltungsintegral auf die verschiedenen Bereiche anwenden. Wie gesagt, für Bereich 1 brauchen wir gar nichts integrieren, weil wir gesehen haben, dass das Produkt beider Kurven für diesen Bereich immer 0 ist. Entsprechend ist auch das Integral gleich 0. So schreiben wir hin, z von t gleich 0. Für den Bereich 2 lautet jetzt das Integral z von t in den Grenzen von 0 bis t minus 1 von 2 mal 3, das sind also die beiden Funktionswerte, nach d tau. Hier ist der Fall relativ einfach dadurch, weil beide Funktionen einfach den konstanten Wert haben. Hätte man hingegen wieder mit einer Rampe zu tun, dann müsste natürlich entsprechend der zeitliche Verlauf der Funktion entsprechend als Funktion der Zeit formuliert werden. Aus dem Integral ergibt sich 6 mal tau in den Grenzen von 0 bis t minus 1. Wir rechnen jetzt obere Grenze, eingesetzt minus untere Grenze, also in tau wird das eingesetzt und bekommen dadurch z von t gleich 6t minus 6 für den Bereich 2. Für Bereich 3 lautet das Integral z von t ist das Integral in den Grenzen von t minus 2 bis t minus 1, wieder von 2 mal 3, ja, beide Funktionswerte nach d tau. Ergibt z von t gleich 6 für den Bereich 3. Für den Bereich 4 lautet das Integral z von t gleich Integral in den Grenzen von t minus 2 bis 3 von 2 mal 3 nach d tau ist also immer das Gleiche hier in diesem Fall. Aus dem Integral ergibt sich 6 tau in den Grenzen von t minus 2 bis 3 und daraus bekommen wir z von t für den Bereich 4 gleich 30 minus 6 mal t. Ja, und zum Schluss, Bereich 5 ist wieder z von t gleich 0, da gilt das Gleiche wie für Bereich 1. So, jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt, ganz wichtig, Punkt V wie Vergleich, weil beim Integrieren können oft schon mal kleine Fehler passieren, ist erstmal ganz normal.
Und man kann ganz einfach durch Vergleich der durch Integration gewonnenen Lösung mit der grafischen Lösung Fehler feststellen und dann auch korrigieren, was dann auch schon mal in der Klausur ganz vorteilhaft sein kann. Für Bereich 2 beträgt laut Integration die Steigung 6t. Wir sehen uns dann jetzt hier die grafische Lösung an und sehen, dass das stimmt. Die Steigung beträgt tatsächlich 6t. Jetzt setzen wir mal so einen Probewert ein. Für t gleich 1 erwarten wir gemäß Integration den Wert 0. Auch das stimmt hier mit der Grafik überein. Bereich 3 hat rechnerisch für z von t den Wert 6 ergeben. Auch das sagt unsere grafische Lösung. Und für Bereich 4 beträgt die Steigung minus 6t. Aha, auch das finden wir in der grafischen Lösung wieder. Noch ein kleiner Trick, der Ihnen vielleicht mal weiterhilft, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie das alles so richtig gemacht haben und vielleicht schon am Anfang bei der grafischen Lösung Zweifel gehabt haben. Sie dürfen nämlich die Faltung ist ja kommutativ, das heißt, Sie dürfen beide Funktionen miteinander vertauschen. Und hier können Sie also anstelle von x von t, Faltung mit g von t, können Sie auch g von t mit x von t falten. Und das muss natürlich zum selben Ergebnis führen, aufgrund der Kommutativität der Faltung. Diese beiden Funktionen waren ja bisher durch deren grafische Verläufe gegeben. Oft bekommt man aber beide Funktionen erstmal nur in Form von Funktionsgleichungen. In unserem Fall sehen die so aus für x von t und für g von t. Und die Frage ist jetzt, wie kommt man von den Funktionsgleichungen auf die bildliche Darstellung? X von t setzt sich ja zusammen aus 3 mal Sigma von t minus 3 mal Sigma von t minus 3. Sigma von t ist ja die Sprungfunktion. Normalerweise springt die bei t gleich 0, da springt sie auf 1. Also jetzt wird die mit 3 mal genommen, sieht dann also so aus. Und Sigma von t minus 3 ist eine um 3 Zeiteinheiten nach rechts verschobene Sprungfunktion multipliziert mit 3. Und beide Funktionen zusammen ergeben jetzt diesen Verlauf für x von t.